So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 111. Folge von Forza Horizon. Und heute fahren wir den 2014er Alfa Romeo 4C. Bei diesem Wagen steht das 4C für Vierzylinder, also es hat einen Vierzylindermotor, einen Turbomotor, mit 1,6 Liter Hubraum aus dem Alfa Romeo Giulia, wenn ich mich nicht ganz irre. Mit 240 PS klingt nicht so viel, aber dafür wiegt der Wagen aber sehr wenig, nämlich deutlich unter 1 Tonne, ich glaube sogar unter 900 Kilo. Hat einen Mittelmotor-Heckantrieb, also fährt sich wahrscheinlich ziemlich sportlich. Und ist auch gerade hier in einem wunderschönen Rot. Wir gucken uns den Wagen erstmal ganz kurz an in Forza Vista. Ich meine, macht jetzt nicht auf die Hose, aber sieht auch nicht schlecht aus, ne? Also schön sportlich vorne, der typische Alfa Romeo Kühlergrill, dieses dreieckige da, finde ich geil. Der Wagen ist so ziemlich klein und erinnert so ein bisschen an so Lotus Elise zum Beispiel. So, schön geht natürlich auch auf hier. Auch relativ kleine Tür, ne? Man sitzt auch sehr tief. Und oh, ich meine, sieht schon nicht schlecht aus, ne? Von hinten finde ich den besonders schön. Oder am schönsten zumindest. Und dort hinten sieht man hier das kleine Triebwerk hier. Der kleine Vierzylindermotor. Der aber, denke ich mal, ordentlich Dampf macht. Und auch da noch ein kleiner Kofferraum, nenne ich es mal. Und der Wagenbesitz, was ich geil finde, ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. Finde ich richtig nice. Aber um den Wagen auch leicht zu machen, besteht ja auch sehr viel halt aus Kohlefaser oder Carbon. Was halt sehr viel leichter ist als, weiß ich, Alu oder sowas. Und der Wagen hat zum Beispiel auch nicht mal eine Servolenkung. Deswegen, da muss man auch ordentlich quasi rudern. Das ist halt richtig Männerarbeit. Also das ist wirklich ein richtiger Sportwagen. Hätte sich 400 oder 500 PS, aber ist doch schon, macht auch auf jeden Fall Spaß. Und ich meine, der ist halt schon serienmäßig, ungetuned. Mit der A-Klasse angesiedelt, mit nur 240 PS, das ist ordentlich. Und der wiegt nämlich, okay, mehr als 100 Kilo, aber immerhin nur 940 Kilo. Das ist für 240 PS, das ist sehr wenig. Ist einfach geil. Hat sogar 1,8 Liter, oh, Liter Hubraum, Entschuldigung. Hab ich da ein wenig vertan. Vorne 41%, dank des Mittelmotors, leistet 323 Newtonmeter Drehmoment. Okay, ist nicht so viel. Ah, Drehmoment ist nicht alles, aber der Wagen geht auch. Er geht tiefer. Ich bin den Wagen schon mal gefahren, allerdings nicht im Let's Play. Das andere Mal ist auch schon ein wenig her. So, wir könnten sogar noch weniger Gewicht drin machen. Ich warte erstmal, aber ich glaube, einmal hier geht auf jeden Fall. So, da hatte ich ein Ringgetriebe. Für noch schnellere Schaltzeiten. Obwohl das Ringgetriebe auch, denke ich mal, ziemlich schnell schaltet. Ist halt Doppelkupplung. Das sollte schnell schalten, so. Oh, es gibt sogar was von Alfa Romeo. Man kann ja noch so. Noch diese zwei Lüftungsschlitze hinzufügen. Das finde ich geil. Vorzeilappe, die sieht. Ja, naja. Die Dinger, die finde ich geil. So. Und hinten. Oh. Ich könnte auch so eine. Noch eine kleine Theke, so eine Lippe noch hinten drauf machen. Noch mehr, sogar ein Carbon. Alter! Das finde ich ja geil. Spoiler geht hier auch, finde ich jetzt auch nicht so prall, aber hier so eine kleine Lippe. Die habe ich eigentlich ziemlich gern. Ich frage jetzt Carbon oder nicht Carbon. Macht das einen Gewichtsunterschied? Ne, macht das nicht. Ich meine, das sieht auch schon böse aus, ne? Zum Carbon-Ding ja noch innen dran. Oh, komm, wir machen das so jetzt. Also ist, denke ich mal, Carbon, weil es so dunkel aussieht. Naja. Wir könnten theoretisch auch den Motor wechseln und zwar einmal zu einem 1,6 Liter rein Vierzylinder Turbo Rally Motor zum 3,2 Liter rein Sechszylinder aus einem BMW, glaube ich. Und ein 3 Liter V8 Racing aus dem Ariel Atom. Wir machen alles drei nicht, aber dann kann auf Allrad wechseln. Brauchen wir auch nicht. Der Wagen sollte sich auch ganz gut so fahren. Ein wenig breitere Reifen, ja. Ja, muss jetzt nicht extrem breit sein. Ja, so 2,55er. Mindestens ein jeweils breiter Reifenmischung könnte ich auch lassen. Die Felgen, ne. Das ist natürlich wie alles am Auto eigentlich von außen Geschmackssache, aber die finde ich ehrlich gesagt ziemlich scheiße. Muss ich leider so sagen, Alfa Romeo, aber die finde ich echt kacke. Aber da sollte es ja eigentlich auch noch schönere Felgen geben. Also ich glaube, der Wagen braucht halt Felgen, die sehr dünne Speichen haben. Oder verhältnismäßig dünne. Das sieht, glaube ich, ziemlich nice aus. Die ich ja, die Speedline Corse 2014 oder 2014 oder weiß ich, 2014, wie auch immer, die sehen geil aus. Komm, machen wir drauf.
sind auch noch leichter. Das finde ich eigentlich besser. So, wir haben 18 Zoller vorne, das geht bis auf 20er. Ich würde sagen, ein größer machen wir hinten und vorne. Hinten geht auch nur ein größer, 20 Zoller. Kann man machen, ne? Ah, sie sieht schon böse aus. So, gewichtstechnisch, wo liegen wir da? Okay, unter 900. Ich würde sagen, ein bisschen was machen wir ja noch. Auf jeden Fall noch einen neuen Auspuff mit ein wenig mehr Leistung. Und noch ein Luftfilter, würde ich sagen. Genau, haben wir genau 200 kW, 364 Newtonmeter, aber eine Sache, die noch fehlt, ist eine Schwungscheibe. Noch ein bisschen weniger Gewicht, und damit sind wir auch fast auf A-Klasse voll aufgebaut. Und wiegen jetzt 866 Kilo, das ist ja nichts. Das ist echt nichts. Aber finde ich gut, weil leider wiegen heutzutage viele Autos viel zu viel. Die möchten sportlich sein, aber die haben halt auch zu viel auf den Rippen. Natürlich geile Ausstattung und geile Sachen. Geile Technik ist auch mega cool, aber zu viel Gewicht, das ist gar nicht cool. Bentley. Was? Wer hat das gesagt? Niemand. Aber ne, der Black Continental Supersports, der wiegt zu viel. Naja, so. Könnt ihr so ein schönes Rot nehmen? So. Erinnert so ein bisschen an Ferrari, wenn ich auch nicht schlecht. Noch. Achso. Ein. Das finde ich noch geiler, das Rot. Alter. Jetzt noch ein Schwarz, ja, langweilig finde ich. Und Grau-Silber und so Weißtöne. Immer das zweite Rote, würde ich sagen. Und die, Entschuldigung, die Felgenfarbe, die lassen wir einfach so. Ich mag die. Da gucken wir mal, wie der Kleine so kann. Weil klein ist der Wagen, glaube ich, wirklich. Also ähnelt einem Lotus Elise oder halt so einem Lotus Exige wirklich sehr. Hat so einen kleinen Sportwagen. Klein, nicht für Leistung, aber dafür wenig Gewicht. So muss das. Also verhältnismäßig wenig Leistung, ne? Also, was der Wagen jetzt hat, sind, ich meine, 200 kW, das ist schon viel. Es reicht auf jeden Fall, aber, ja, kann man machen. Und das Rot, oh, sieht geil aus. So. Man hat gleich mal einen kleinen Soundcheck an der Straße. Also Sound in Anführungszeichen. Und zack. Schnell erschaltet. Das ist ein geiles Getriebe. Guck mal nach innen hier. Man sieht auch da ein digitaler Tacho, finde ich auch persönlich nett. Das Lenkrad, das sieht nicht ganz so sportlich aus. Könnte auch der Opel meiner Mutter haben, so ein Lenkrad. Ja, innen nicht großartig übertrieben viel Schnickschnack, muss er aber auch gar nicht haben. Aber man fühlt sich richtig tief irgendwie. So. Mal einen kleinen Soundcheck machen. Seid gespannt. Ballert aber hinten raus. Komm. Nochmal. Ah, danke. Oh. Ja, hört sich auch für einen Vierzylinder nicht schlecht an. Ich bin Fan von anderen Motoren mit mehr Zylindern und mehr Hubraum, aber trotzdem. Ist für einen Vierzylinder in Ordnung. Ja, das geht ab. Alter. Und zack, das waren wieder 200 km/h. Oh, not bad. Für weniger als 300 PS? Guck mal, 3,9 Sekunden auf 100. Das ist echt voll wenig. Das ist wirklich überhaupt nicht viel. Aber das Getriebe, das muss auf jeden Fall kürzer. Mein Sportwagen. Sollten deswegen auch eine sehr sportliche Übersetzung haben. Bin ich zumindest der Meinung. So, tiefer legen geht. Ah, ein bisschen geht noch. Oh, ganz schön tief, ne? 8,6 cm, das ist nicht so viel. Da passt eine Faust drunter vielleicht, je nachdem, wie groß die ist. Naja. Finde ich geil. Das Feuer aus dem Auspuff. Fast jedes Mal. Oh Gott. Alter. Das gefällt mir. Gefällt mir sehr. Bremsweg. Ja. Ist in Ordnung. Sind, denke ich mal,
Obwohl, sind es Carbon-Keramik-Bremsen? Ich weiß gar nicht. Ich könnte es mir vorstellen. Weil die sind auch leichter als normale Bremsscheiben. Noch besser. Aber ich meine, die sind auch nicht ganz günstig, ne? Ich denke mal, so ein 240 PS-Wagen wird in der Serie keine solche Stopper haben. Wenn man zu konventionellen Bremsen greifen. Glaube ich zumindest. Ich bin mir da nicht sicher. Ich darf keinen Scheiß erzählen. Ja gut, mache ich eigentlich schon sehr oft. Das ist kein Wunder, aber hört sich geil. Also mir gefällt der Wagen auf jeden Fall sehr. Sieht doch wirklich, ich finde Alfa Romeo gut aus. Weil Alfa Romeo baut nicht die schönsten Autos, aber jetzt so der 4C, den finde ich mega gut. Oder wirklich, finde ich in Ordnung. Gibt schöne Autos, aber den finde ich echt in Ordnung. Ein Wagen, der richtig geil ist, ist der neue Alfa Romeo Giulia QV. Der mit, ich glaube, 510 PS. Der ist richtig geil. Den gibt es auch mit 8-Gang-Automatik, finde ich richtig geil. Naja. So, renntechnisch hier, man kann es auch so mittlerweile leicht erkennen. Hier ist alles ausgeraut. Denn ich habe gestern, also gestern war der 2. April, da habe ich die letzte Meisterschaft abgeschlossen. Deswegen ist ja auch alles durch. Hat ein bisschen gedauert, aber fand ich geil. Würde ich sagen, wir können auch mal ein Straßenrennen fahren, theoretisch, ne? Guck mal, Bayern statt Herausforderung. Genau, ich suche eine Herausforderung. Das machen wir mal. Ist das kein typisches Auto für Straßenrennen? Scheiß drauf. Dafür ist der Wagen schnell, sollte hier auf die Engkurven in den Bayern Bay ziemlich gut sein. Top Speed ist auch bei dem Wagen, denke ich mal, in Ordnung. Das stand, glaube ich, bei den Daten 200. Was war das? 270? Das geht voll klar. Ja, fahr erstmal 270 und dann kann man weiterreden. Ja, nettes Teil. Würde ich mir den echt, denke ich mal, nicht kaufen, weil er wahrscheinlich, ich glaube, auch ziemlich teuer ist. Und das ist auch für den Alltag nicht unbedingt das praktischste Auto. Man kann es eh nur zwei Leute mitnehmen oder nur ein Leute mitnehmen, eine Person mitnehmen, ist halt ein Zweisitzer. Kofferraum ist auch nicht wirklich vorhanden. Einparken wird vielleicht auch schwer, so die Sicht nach hinten ist, glaube ich, auch nicht so geil. Ich denke mal so, aber vielleicht mal einfach so mal damit mal rumfahren. Vielleicht für ein Wochenende? Warum nicht? Scheiße. Okay, I80 ja auch schon. Oh, das geht da rechts rum. Das ist schön, dass es rechts rumgeht. Ich dachte, wir fahren weiter geradeaus. Hab ich gar nicht mitbekommen. So, alle guten Dinge sind zwei. Okay. KI ist immer noch auf Profi gestellt. Hat nichts geändert. Das war, denke ich, mal okay so. Aber fährt sich bisher wirklich ziemlich geil. Ich muss mich gerade noch mit dem Wagen so ein wenig einfinden. Muss ich ja mit jedem Wagen eigentlich. Das war scheiße, aber ich spule jetzt mal nicht zurück. Das schon. Ah, das Heckless ist auch noch ein bisschen leicht. Ich meine, der wiegt halt nichts. Das hat nicht viel Gewicht auf der Achse. Also verhältnismäßig nicht viel. Das meiste Gewicht vom Auto zwar schon, nämlich 59%, glaube ich. Alter, meine Güte. Ja, sind, glaube ich, keine Carbon-Keramik-Bremsen. Wenn die halten, logischerweise nicht die besten. Weil wer will bei so einem, ich sag mal, noch relativ normalen Auto, so teure Bremsen haben? Da kosten ja die richtig dicken Bremsen, wenn man sich die Carbon-Keramik von Audi oder so, von BMW und so, die kosten ja tausende Euro. Noch kein Mensch bezahlen. Wenn die Bremsen nur ein Zehntel vom Autopreis ausmachen. Wenn die so noch gut sind, die Bremsen, keine Frage, sind sehr wichtig. Aber noch nicht jeweils 5000 oder noch mehr. Alter, was mache ich denn da gerade eigentlich? Ich meine, Offroad fahren ist doch jetzt mit einem Alfa Romeo nicht so gut. Jetzt muss der Start aus, ne? Da geht mir ziemlich hart auf die Nüsse.
Ist auch gerade ziemlich dunkel. Man sieht logischerweise nicht gerade viel. Und in der Nacht fahren ist natürlich auch nicht so geil. Vor allem mit einem Wagen, den man erst seit 3 Minuten oder seit 10 Minuten gefahren ist. Alter, Heck, hallo, guten Tag. Ja, das Heck geht aber, Alter, das geht rum. Nicht schlecht. Oder eigentlich schon schlecht. Ich wollte die Kurve eigentlich mit Vollgas nehmen. Hat sich leider in Luft aufgelöst. Ach du Scheiße. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wie man in Forza nicht fahren sollte, schaut am besten meine Videos. Das schon ziemlich scheiße. Deswegen werde ich auch. Wow. Alter, ich komme da schon quer. Mein Vierter ist echt scheiße, deswegen werde ich lieber Zweiter. War das gerade ein Kid Lick ATSV? Kann das sein? Ist ja geil. Ich hole bei 200 Kammer ein Kid Lick ATSV ein. Und ein M3. Ist schon wie bitter, ne? Meine ATS hat ja schon in der Serie 470 Pferdchen oder 480. Das ist schon bitter, ne? Immer noch Zweiter geworden. Noch die Ehre ein wenig gerettet. 30 Millionen mittlerweile, hab ich gar nicht gemerkt. Oh ja. Und ist auch nicht mehr weit bis zur 550. Ich hab mal so, Level 600 werde ich auf jeden Fall schaffen. Ob es jetzt noch im April sein wird, weiß ich nicht. Ich meine, April ist noch lange, aber gut. 50 Level sind auch nicht gerade wenig. Ein Rennen geht auf jeden Fall noch. Ich würde nämlich sagen, wir fahren ein Rundstreckenrennen. Das sieht ziemlich gut aus. Ich meine, die Strecke kann ich auch ziemlich gut. So, jetzt mal aus dem Innenraum gefahren. Ich kenne die Schaltanzeige, ne? Die Schaltmuster wird ja halt so gelb. Finde ich geil. Also, ich finde die digitale Taros an sich auch wirklich mega cool. Ach Gott, Offroad. Ich fahr mal nicht ganz so schnell. Kommt aber halt auch aufs Auto an. Wie beim Alpha passt das auf jeden Fall, finde ich. Ich sehe nichts. Warte, ja. Das dauert halt mal ein bisschen länger. Wir haben ja eh Zeit, also von daher. Mich hetzt ja keiner. Ja, Offroad, das mag der Wagen logischerweise nicht. Ist doch von mir wieder mal sehr tief gelegt. So tief wie es geht. Damit, ich sag mal, nur ca. 9 cm bodenfrei. Da machst du nicht viel. Ich sehe absolut gar nichts, Leute. Ah, warte, ja. Vielleicht komme ich wieder auf den Weg, wo ich hin möchte, nämlich auf die gute Straße. Oder auf den australischen, ja, Highway. Kann wieder schön beschleunigen. Was der Wagen ziemlich gut kann. Echt ab, ne? Das hat auch nur für um die 300 PS oder 280. Das ist voll schnell. Ich glaube halt auch daran, dass der Wagen halt nicht siegt. Der wiegt nur jetzt 900 Kilo oder nicht mal. Da wiegen die meisten Autos in der Klasse 400 oder 500 Kilo mehr. Die gehen dann so, ich sag mal so, zwischen 1,3 und 1,5 Tonnen in der Leistung. Also da waren schon nicht gerade einen geringen Vorteil. Einfach mal alles rausschmeißen, was man nicht braucht. Oh Gott, ich muss abbiegen. Das finde ich halt mega gut. Justin geht auch ab, geschmitzt, Katze. So. Ich stelle mal ein Fanrennen. Ich würde sagen, wir gönnen uns heute mal zur Feier des Tages, wie jeden Tag ist, 5 Runden. Würde ich mal behaupten. So, einstellt hier Sonnenaufgang, wolkig, das passt soweit. Mal schreiben. Jetzt hier bei European Sports Cars. Bin ich im Let's Play das überhaupt schon mal gefahren im Let's Play? Wir haben hier noch den, okay, den TTS, ein M2, Z4, Lotus Exige. Bin ich, glaube ich, im Let's Play bisher noch gar nicht gefahren. Noch quasi das Debüt hier der Klasse. Der hat eigentlich so einen Kracher am Start, den 4C. Dann gibt es hier auch andere Geldautos wie den TTS, finde ich richtig geil.
Oder was war da noch? Ein SLK finde ich cool. Ein Lotus Exige S, auch mega, mega geiles Auto. Werden wir vielleicht demnächst auch mal fahren, weiß ich noch gar nicht. Weil das ist auch so ein mehr oder weniger Track-Toy, auch wie der Wagen hier. Das schlägt sich auf so einer kleinen Rennstrecke, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht. Und hoffentlich besser als die gesamte Konkurrenz dieses Mal. Denn ich will gewinnen. Wenn auch hier so ein Exige mit fährt oder andere Sachen. Die sind natürlich auch nicht schlecht. Deswegen. Alter. Das hängt aber rum, ey. Nicht schlecht, ja gut. Ist nicht so gut. Ja. Was sollte das bitte? Fällt mir volle Kanne rein, der Tü. Alter. Was soll das, KI? Ich habe schon in den letzten Folgen, glaube ich, erwähnt. Das erste, was die Forza überarbeiten sollen, im nächsten Forza, also Forza 7 wahrscheinlich, das ist die scheiß KI. Da gibt mir in der weißen Reihe so oft die Nüsse. Weil für andere Spieler, das gibt auch die Nüsse, aber dafür kann Forza ja selber nichts. Das kann das Spiel nicht einfach ausbessern, die Leute, die da online mitfahren. Das liegt nur an den Leuten selber. Eigentlich, der dauert schon ganz schön. Dass ich irgendwo nach der Folge nochmal genau einstellen. Wenn wir in der Folge einstellen, wäre zu langweilig und würde zu lang dauern. Deswegen mache ich das dann, wenn ich das noch weit einstellen möchte. Eigentlich außerhalb der Folge. Alter, das heckt aber rum, ey. Nämlich zu viel für meinen Geschmack. Gegen ein bisschen habe ich auch gar nichts gegen. Wollte auch nicht zu viel des Guten, ne? Wenn das Heck noch kommt, heißt das eigentlich nichts Gutes. Komm, SLK. Gute drei Runden haben wir noch. Auf dem fünften Platz aktuell. Also immer so, die vorne Plätze sind noch in Sichtweite. Ich will auf jeden Fall noch keiner davon oder so. Seit wann fährt man Kurven eigentlich innen an und auf den Gras? Das könnte mir mal gerne einer erklären. Ist irgendwie jetzt zur Mode geworden, oder? Ja, komm, ja. Ja, komm. Nein, nein, nicht quer. Mann, ey. Der soll nicht quer kommen, verdammt. Das ist der K, komm. Jetzt geh doch mal weg hier, Carbonkeller. Da bremst er wieder, ne? Da bremst er wieder. An einer Stelle, wo man nicht bremsen muss. Jetzt hat er Z4. So, den habe ich auch. Bleib mal am vierten. War auch eine gute Entscheidung, glaube ich. Der ist ein wenig dunkel geworden, glaube ich. Also Sonnenschein sieht anders aus. Komm, ist das ein Lotus? Ja. Also richtig geiler Lotus, Fabian, ne? Auch ein schöner 4C. Das Grau sah auch gar nicht mal so schlecht aus jetzt, so bei Tag. Aber bei der Automesse halt nicht so schön. Und das Rot sieht auch nicht verkehrt aus, finde ich. Ist ein bisschen so metallic-mäßig, das finde ich ziemlich geil. Passt zum Wagen. Ich meine, an sich gibt es viele italienische Autos, also auch Ferrari. Auch nicht nur Ferrari, vor allem auch, weiß ich, auch Alphas oder Lambos, die auch halt in Rot mega geil aussehen. Also Rot ist nämlich irgendwie so eine typisch italienische Farbe. Die steht vielen Italienern so gut. Egal, ob jetzt auch, weiß ich, ein sportliches Auto oder halt auch so normale Autos. Von was ich von Fiat oder auch wow. Auch zum Beispiel alte Landschaft, weiß ich, ein Lanciadel oder so. Oder ein, wer ist denn der alte Lancia, den ich so geil finde? Der Lancia Fulvia. Auch in Rot. Mega geil sehen die aus.
Also sowohl bei alten Italienern als auch bei neuen, Rot ist meine Farbe. Apropos Ferrari, ich muss auch so, glaube ich, zugeben, jeder einzelne Ferrari bei mir in Forza Horizon 3 ist rot. Und es sieht auch wirklich leider, die sehen wirklich in Rot am besten aus. Ich weiß nicht, wie das Ferrari macht, dass es irgendwie jedes Mal so ist, dass ich das Rot am besten finde. Ich glaube auch nicht nur ich. Weil Rot ist irgendwie bei Ferrari, ich sag mal so, Classic, das macht irgendwie jeder, nichts Besonderes. Aber es sieht halt jedes Mal geil aus. Komm. Einen wird mich keiner mehr. Noch wenigstens ein Sieg in der Folge. Wenn auch keine besonders gute geworden seid. So eine 53-2 ist das, glaube ich, geworden. Eine 53-1. Was hast du da? 167, 187? Ich glaube 187 sogar. Naja, das geht auch deutlich besser. Du hast gewonnen. Aber echt schicke Felgen. Und dieser Alfa Romeo Giulia QV in der Farbe, in diesem Rot. Den sieht auch richtig pornös aus. Also quasi die, ich glaube sogar von Nordschleife, schnellste Limousine. Mit rund 7,5 Minuten. Oh, Wheelspin sogar. 545. So, mal einlösen hier. Ich kann einen wunderschönen Aston Martin gewinnen. Naja, 90.000 tun es aber auch. Ich denke mal so ungefähr die Hälfte des Aston Martins, vom Wert her. Aber auch der Alfa Romeo, wirklich ein schönes Auto. Gefällt mir sehr. Ist, denke ich mal, relativ unscheinbar, aber macht trotzdem wirklich viel Spaß. Kann man auch, denke ich mal, einiges da mit rausholen. Und da ganz gut mithalten. Ja, da kommt die KI gleich wieder. Warte mal kurz, was fährt die denn Schönes? Oh, ein Exige in so British Racing Green mäßig, finde ich geil. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen mit einem neuen Auto. Wahrscheinlich einem Engländer, aber mehr sage ich dazu nicht. Ein sehr, sehr luxuriöser Engländer. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin raus und ciao.